Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Und guten Morgen, mein Schatz. Wie steht's denn um unser kleines Königreich? Das war's für den Moment. Okay. Goodbye. Alles gut. So. Ja, heute haben wir einen Regentag. Macht aber nichts. Wir können dann mal nach Denica, da würde ich wieder per Fahrdienst hinreisen. Dann liefern wir mal die Sachen ab und dann laufen wir weiter nach Tutki. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Würde ich sagen, nicht wahr, Waldebert? Guten Morgen, Bulimir. Hi, Nikola. Bist du inzwischen mit dem... Jetzt möchte ich mal genauer ansehen. Nee, du bist mit dem Typen noch nicht zusammen. Okay. Ihr wohnt zwar zusammen, aber ihr seid noch kein Paar. Sonst wäre da Familie angezeigt worden. War jetzt aber nicht der Fall. Also die sind noch nicht zusammen. Da können wir auch noch Tollkirschen sammeln. Das machen wir aber nicht jetzt. Ja, das Wetter ist auch noch ein guter Grund, per Fuhrwerk zu reisen. Definitiv. So. Hi. Ich brauche mal eine Mitfahrgelegenheit nach Denica, bitte. Machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank. So. Am Ziel. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir unseren Hammer loswerden. Das war bei dir, ne? Nee. Ist noch da drin, okay. Hi Rudolf. Einmal ein Hammer, bitte. So. Sehr gut. Vielen Dank. Und Frieda ist auch gleich hier. Sehr schön. So, hier ist einmal dein Essen. Sehr gut. Oh, wir haben 6 Dinge, wo uns was fehlt. Was fehlt denn? Produktion, Schenke mal wieder. Weinflaschen vermute ich. 1, 2, 3, 4... Okay. Da fehlt nur die eine Person. Das Scheune, was fehlt der denn? Tierfutter. Du hast kein Haferkorn. Ah. Ja, das macht sogar Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Weil ich kann ja auch keinen Hafer... Ja, das fehlt noch. Okay. Dago, Dagi. Dagobert. So, zeig mir mal deine Waren. Ich brauche Hafer. Haferkorn und Hafer. Das dauert noch, bis wir den ernten können. Ja, das war's. Mach's gut. Auf nach Denica. Da gehen wir jetzt natürlich wieder zu Fuß. Weil da gilt es ja jetzt noch das ein oder andere, je nachdem, zu entdecken. Wie zum Beispiel Tollkirschen. Die sammle ich einfach gerne, um Gift herzustellen und dann das zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich schon verkauft habe, was ich da gefertigt habe. Weiß, dass mir letztes Jahr im Winter die Tollkirschen ausgegangen sind. Aber noch Bilsenkraut, sehr gut. Da
Das nehmen wir auch mit. Weil da brauchen wir auch immer welches von. So, da ist noch ein Wagen. Sehr gut. Bretter. Eine Bronzeaxt. Jetzt nicht das Highlight, aber ist okay. Oh, nochmal Holzstämme. Ich hab den Wolf gehört. Hat der einen. Okay, der geht auf den Karnickel. Oder irgendwas. Und wir gehen dem einfach aus dem Weg. So einfach ist das. Da sind Disteln. Ist hier ein Räuberlager? Nee, sieht nicht so aus. Hier ist auch nichts. Weil an denen bin ich mal hier gerne vorbeigelaufen, die hier immer mal wieder campen. Die habe ich gerne dann mal übersehen. Ich gehe hier gerade mal baden. Jetzt haben wir schon 7 Gewerke, wo was fehlt. Was ist denn da noch dazugekommen? Die Scheune, ja. Schenke. Weinflaschen, ne? Ja, komm, ja. Muss die Werkstatt vielleicht noch ein paar mehr machen. Metflaschen lassen wir mal weg. Machen wir mehr Weinflaschen dafür. Und mal weniger Eimer. Ihr seid ja jetzt zu zweit. Da macht er ja das Doppelte an Eimern. So. Liegt da was? Ja, hier liegt auch ab und zu mal was. Aber heute nicht. So, dann gucken wir mal Tutki. Da war noch eine Quest. Na, das sind doch Tollkirschen, oder? Die nehmen wir natürlich noch mit. Die will ich hier nicht stehen lassen. So. Warum sind da immer so viele hier am Weg? Das war doch gefühlt sonst nicht der Fall. Haben wir noch Bild? Ne, das ist Johanneskraut. Oh, hier ist Bilsenkraut. Ich meine, ich hätte doch irgendwo Bilsenkraut gerade gesehen. Nehmen wir natürlich auch mit. Also muss sagen, die Schnellreisen nutze ich jetzt doch öfter, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also gerade für die Rückreise ist das immer sehr angenehm, wobei hier würde ich jetzt natürlich zurücklaufen, weil wir da einen anderen Weg gehen, als wie wir hergelaufen sind. Das müssen wir natürlich dann zu Fuß machen.
Weil ich will ja nach wie vor Wagen finden und Räuberlager plündern. Aber halt wie schon gesagt, ne, wenn wir den gleichen Weg zurückgehen, den wir hergelaufen, dann mache ich das inzwischen echt gerne mit dem Fuhrdienst. Wo ist denn hier unser Questgeber? Die Rika. Rixa. Kann ich dabei etwas helfen, meine Liebe? Auch dringend ein neues Paar Stiefel. Okay, die kriegen wir in Hornika, ja. Können wir für dich erledigen, aber sicher doch. So, wie gesagt, wir gehen einen anderen Weg zurück, als wie wir hinlaufen. Jetzt haben wir nochmal Gänseblümchen und Löwenzahn. Gerade Gänseblümchen, die verbrauche ich den Winter auch immer. Ich weiß gerade gar nicht, für welchen Trank wir die brauchen. Aber für irgendeinen, den wir hergestellt haben, brauchten wir Gänseblümchen. Deswegen habe ich da so wenig von. So. Was wanderst du hier so ein? Rixa? Oh, das ist gar nicht mal schlecht, ne? Aber Landwirt brauchen wir gerade nicht. Okay, für die Vogel, für die Bienen bräuchten wir, könnten wir gebrauchen, aber jetzt extra. Oh, da sind noch Stämme. Ich wollte den Dings verkauft haben, ne? Fällt mir gerade ein. Vergessen. Das habe ich vergessen. Naja. Ist hier irgendwas? Immer mal schön die Augen offen halten. Nicht, dass wir hier irgendwo Räubern begegnen. Wer denkt, ich habe jetzt schon das Räuberlager gefunden, dem sei gesagt, ich habe ein Räuberlager gefunden. Also es können mehrere auf der Map sein. Ich habe es auch lange Zeit gedacht, immer eins. Mehr gäbe es nicht. Bis ich dann mal ja, über 5 Räuberlager in einer Jahreszeit gestolpert bin. Hat schon gewundert, warum hier keine Axt ist, aber da lag sie ja. Also Räuberlager können deutlich mehr als eins pro Jahreszeit auftreten. Da kann man sich also wirklich nicht darauf verlassen, dass wenn man eines gefunden hat, dass man dann unbesorgt durch die Gegend schlendert. Pilsenkraut. Und ich sollte mal was trinken. Angelstelle entdeckt. Barsch, okay. Es regnet und regnet. Terrasse, mir wird nass. Oh, noch ein Wagen. Bretter. Irgendwann sind wir mal überladen, wenn wir die ganze Zeit das schwere Zeugs hier. Keine Axt? Nö, keine Axt. Okay, aber Pilsenkraut.
Sehr schön. Das nehmen wir auch noch mit. Und Gänseblümchen, die sind auch immer so der kleine, aber feine Problemfund. Oder da, wo wir einfach zu wenig von haben. Vielleicht sollte ich mal einstellen, dass wir jetzt weniger Löwenzahn, weil dafür Löwenzahn haben wir eigentlich genug. Mach nochmal mehr Gänseblümchen. Wegwarte haben wir eigentlich auch genug. Dafür darfst du lieber, nee, nicht mehr Disteln. Mehr Bilsenkraut sammeln. Breitwegerich machen wir auch mal 15. So. Oh. Sehr schön. Und Gänseblümchen. Ich glaube, ich hüpfe mal kurz nach Baranica. Wir sind ja ganz in der Nähe. Und verkaufen gerade mal ein bisschen. Material. Ich habe ja Holzstämme gefunden. Die können wir verkaufen. Bretter können wir verkaufen. All das schwere Zeug, dass wir mal unterwegs noch wieder auf Wagen oder Räuberlager treffen, dass sie nicht zu schwer werden, ne? Ich dachte gerade, da wäre noch eins gewesen. Ein Bilsenkraut. So, wo haben wir denn hier Händler? Da, der Norbert. Hi, Nobby. Okay. Der redet nicht mit mir. Dann haben wir aber hier oben noch die Alina. Die sind blau. Cool. Wo sind die Alina? Normal rennt die da oben rum. Oh, da ist noch jemand mit einer Quest. Hä? Was ist denn hier los? Okay, kann ich dir bei etwas helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer... Klar. Ich habe versprochen, ein paar Hosen machen wir. Machen wir. So, dann kann ich vielleicht den Norbert doch triggern. Ah, jetzt geht's. So, ich würde gern verkaufen. Brennholz. Die Bretter, die Stöcke, dann haben wir hier Bronzeaxt, Bronzeaxt. Holzschaufeln, wir haben eine Kupferaxt, wir haben Steinaxt. Speere habe ich doch auch gemacht. Ah ne, ich habe nur die Schaufeln gemacht, stimmt. Mal hier noch was?
Nee. Kleidung auch nichts. Okay, dann haben wir alles. Have a good day. Danke eben. Haben wir alles weg? Ist jetzt die Frage, welchen Weg gehen wir heim? Den hier? Oder gehe ich den hier über Borovo? Ich glaube, wir gehen den über Borovo und gehen dann hier hinten rum. Und dann können wir den anderen wieder herlaufen, weil wir müssen ja noch nach Tütki und hier auch nochmal hin. So machen wir das. Gehen wir über Borovo zurück. Und über Tütki. Über den anderen Weg hier, den laufen wir dann da. Den hier, den laufen wir dann quasi wieder zurück. Und dann können wir hier noch eine Tutki laufen. Dann haben wir einen großen Teil abgedeckt von den Wegen. Das passt. Das ist dann gut so. Oh, im Händler fehlt was. Da müssen wir gerade mal gucken. Marktstand für Kräuter. Du hast kein Gift mehr. Haben wir alles verkauft, okay. Gallenröhrling, Fliegenpilz. Oh, die wollte ich auch noch verkaufen. Mach das mal. Speisemorcheln verkaufen wir natürlich nicht. Gänseblümchen schon zweimal nicht. Tollkirschen nicht. Bilsenkraut erst recht nicht. Heiltrank. Können wir mal. Ausnüchterungstrank, den können wir definitiv verkaufen. Den brauche ich für nichts anderes. Gewichtstrank können wir auch mal welche verkaufen. Weil so viele brauchen wir natürlich auch nicht. So. Reicht. Mehr gibt es erstmal nicht zu verkaufen. Haben wir noch Gänseblümchen? Und natürlich Tollkirschen. Das ist komisch. Irgendwas passt da nicht. Warum zeigt er das manchmal nicht an? Müsste jetzt eigentlich anzeigen, dass da Tollkirschen sind. Das hatte ich eben schon mal kurz. Ich esse mal was. Das hat damit zwar wahrscheinlich nichts zu tun. Aber so, gebratenes Fleisch. Warum ist das Bilsenkraut? Ah ne, Distel war das andere. Hab nichts gesagt. Irgendwie scheint das leicht verbuggt zu sein gerade. Aber es ist halt, ja. Ich meine, es ist kein tragischer Fehler. Die E-Taste funktionierte trotzdem. Aber ist natürlich nicht so schön, ne? Oh, guck durch den Hahn, ist so schön. Gibt ja inzwischen noch mehr Farben, also Hühner in anderen Farben. Er zeigt mir das nicht mehr an, was da steht. Irgendeine Taste gedrückt, dass das ausgestellt ist. Und eigentlich müsste er mir hier anzeigen,
dass ich das sammeln kann. Das macht er nicht. Ich meine, ich weiß es, von dem her ist es jetzt kein Drama. Aber ich glaube, das gehört nicht so. Hilft natürlich ein bisschen, wenn man dann weiß, dass man das gerade im Fokus hat. Aber ja. Ich kann damit leben. Hier haben wir nichts, den haben wir wohl schon weggeräumt. Ich sehe jetzt halt auch nicht, was ich im Fokus habe. Ach. Ich sammle halt irgendwas. Gehe halt so hin, dass ich meine, dass der Trigger passt. Aber ich sehe es nicht. Erst wenn ich es dann genommen habe, dann sehe ich es. Naja, nach der Folge höre ich eh auf mit der Aufnahme und ich denke mal, nach einem Neustart ist das Ganze dann auch wieder in Ordnung. Hoffe ich einfach mal. So. Das Johanniskraut, das ist okay. Hier stiefeln wir mal das Wasser. Zum einen kann ich dann trinken, zum anderen sind wir wieder sauber, falls wir dreckig waren. Da ist auch ein Wagen, aber ich glaube, den haben wir auch schon leer geräumt in der letzten Jahreszeit, ja. Wie sieht es hier mit Banditen aus? Sehr gut. Oh, aua! Das tut doch weh. Ha! Sind zum Glück nur zwei. Oh, aber einer mit Speer. Kommt mal schön raus aus dem Wasser. So lerne ich euch im... So, einen haben wir schon mal. Oh, das sind sogar drei. Ups. So. Aua. Der schießt auch scharf. So, die sind gar nicht so einfach zu besiegen. Die sind ein bisschen stabiler, sozusagen. So, meine Eisenbolzen hätte ich gern. Ach, jetzt sehe ich das nicht. So, der eine. Wo war der andere Kollege? Der lag da hinten. Oh, Pilzenkraut. So. Und der dritte war hier. Da können wir auch
Pfeile mitnehmen. Oh, und da sind überall Tollkirschen. Die will ich natürlich auch nicht liegen lassen. Oder stehen lassen. Es irritiert, wenn der Trigger fehlt. Oder der Anzeigepunkt. Da ist ein Eisenbolzen. Ja, aber da komme ich ja nicht dran. Doch. Komme ich dran. Sehr gut. So, hoppla. Bierflasche, Eisenmesser, Eisenpfeile. Sehr gut. Ich sehe jetzt halt nicht mehr, was es ist. Also Brennholz weiß ich, ja. Curvebogen. Sehr schön. Säckchen mit Münzen. Ich glaube, dann haben wir alles. So, die hätten wir auch. Können wir gleich mal gucken, ob da unten das Lager... Ich könnte mich mal heilen, ne? Wir haben ja schließlich Heiltränke. Macht ja Sinn, dass wir die dann auch nutzen, ne? Ach, der heilt gar nicht, der gibt nur ein bisschen mehr Gesundheit. Wagen nicht da, Lager nicht da. Hi Fuchs. Der müsste aber heilen, genau. Okay, brauchen wir noch einen. Ah doch, der füllt auf. Okay, passt. Dauert nur ein Weilchen. Macht er nicht sofort. Haben wir jetzt einen Heiltrank verschwendet, aber das ist mal egal. So, ein Wiesent. Dem gehen wir natürlich aus dem Weg. Ah, wir sind wieder voll gesund. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Machen wir mal Licht. Ach, das sind Rehe, okay. Gerade überlegt, was das für Geräusche waren. Das nur so leise gehört durch den Regen. Wir sind schmutzig. Ich habe doch extra gebadet eben. Na gut. Müssen wir nochmal baden. Ich brauche bald eine neue Armbrust, ne? Wobei es jetzt kein Drama, wenn die kaputt geht. Ich da eigentlich einen Wagen? Da liegt ein Wagen. Und nur der eine Trank, den habe ich wahrscheinlich übersehen das letzte Mal. Gut möglich, weil der lag ja ein bisschen abseits. Unser Dorf. Sehr schön. So, dann können wir mal ein bisschen... Nahrungsmittel wieder abliefern. Äpfel, nochmal Äpfel. Oder ein Apfel war es. Das gebratene Fleisch behalte ich. Käse. Käse.
Pflaumenwein, den kann ich verkaufen. Den kann ich auch verkaufen, den Sattmachertrank, aber die Zwiebeln gehen hier noch rein. So. Haben wir schon eingesammelt. Können wir gerade noch hier ins Materiallager. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen was, glaube ich. Die Bierflaschen. Brennholz können wir auch mal rein tun. Flakon aus Ton. Den Hafer natürlich. Haferkorn. Fiole, Stöcke. Bilsenkraut, Distel. Gänseblümchen, Johanniskraut, Löwenzahn, Tollkirschen und die Wegwarte auch noch. Ja, sehr gut. Das Zeugs verkaufen wir, was wir da zu viel haben. Passt. So, dann können wir jetzt gerade noch den Baum hier endlich setzen. Baum, Birnbaum. Ah, jetzt. Okay. Passt. Dann haben wir demnächst auch noch einen Birnbaum. Das ist schön. Das freut mich. So, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle auch die heutige Folge. Ich sag... einmal waschen bitte und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mir nämlich sehr gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.